Guten Tag. Wir reden weiter über den Steinbock. Das Problem für den Partner von einem Steinbock ist, dass der Partner von einem Steinbock fühlt sich oft in eine nie endete Gefangenschaft. Das ist deswegen so, weil der Steinbock, je älter er wird, wird er immer misstrauischer, vorsichtiger und bedenklicher. Und deswegen fühlt sich sein Partner so unwohl in dieser Beziehung. Das Einzige, wirklich das Einzige, was den Steinbock noch retten kann auf dieser Welt und auch den Partner retten kann, ist die echte Liebe. Denn wenn Steinbock wirklich lieben kann, wird ihm und dem Partner die Welt zu Füßen liegen. Aber das Problem ist, dass nicht jeder lieben kann im Leben, nicht? Die Leute haben andere Ziele, die beschäftigen sich mit anderen Sachen auf dieser Welt, die wollen, mein Gott, eine Bar aufmachen, eine Kneipe aufmachen, ein Restaurant aufmachen, die wollen auswandern nach Neuseeland, nach Australien, wo auch immer. Die haben andere Ziele und deswegen beschäftigen sich nicht mit so einer Sache wie die Liebe. Irgendwas läuft da immer nicht. Sex läuft immer. Die Menschen wissen, wie man das so machen kann. Und das läuft so nebenbei. Aber echte Liebe, das ist, ich meine, ich will nicht sagen, was echte Liebe ist, das weiß ich selbst nicht. Die Leute, die 60, 70 und 80 sind, die wissen auch nicht, was Liebe ist. Wir wissen alle nicht, was Liebe ist. Deswegen brauche ich einem 20-jährigen Mann, der Steinbock ist, das nicht zu erklären. Aber ich sage das wirklich, Liebe bedeutet, mein Gott, sich gehen lassen. Nimm mich so, wie ich bin, nackt und ungeschminkt, so wie ich bin, so wie ich rieche gerade, wenn ich morgens aufstehe aus dem Mund und überall, nimm mich so, wie ich bin. Wenn Steinbock das wirklich kann, dann wird seine Beziehung natürlich viel schöner und wunderschön und er wird mit dem Partner viel mehr Spaß haben. Weil es ist so, der Steinbock hat schon in den früheren Jahren die Schläge bekommen von dem Vater, habe ich schon erzählt. Der Vater hat ihm 5 Euro gegeben, nächstes Jahr kriegst du 7 Euro und 2 Jahre später 9 Euro. Die Mutter hat auch immer irgendwelche schreckliche Moral Predigt auferlegt und immer erzählt, Margarine und nicht Butter, nicht schminken, nicht so anziehen, Licht sparen, Heizung nur so anmachen, dass die Heizung nicht einfriert. Mehr nicht. Also die Härte hat Steinbock auf jeden Fall erlebt, auch in der Schule, Religion und so weiter. Das weiß Steinbock schon, wie das alles so war in der Schule. Und Steinbock ist ein sehr traditioneller Mensch. Er möchte gerne einen Sohn haben, das auf jeden Fall, weil, mein Gott, durch diese starke patriarchische Art weiß er, dass der Sohn die Familie, diese ganze Familienbande weiter fortführen wird. Von Frauen und Frauenbewegungen hält er nichts. Das ist leider so. Ich will nicht sagen, dass Steinbock ein Macho ist. Aber diese Sachen mit den Frauen, es geht um männliche Würde, es geht um Stolz. Und diese männlichen Eigenschaften,
das ist natürlich ein Steinbock. Ich habe schon erwähnt, Steinbock wird immer die Macht an sich ziehen. Wie ich erzählt habe, vor ein paar Tagen war hier ein junger Mann bei mir. Der Steinbock ist, der war 22 erst, aber er kam hier, er hat sich vorher stark parfümiert, weil er weiß, dass ich auch Parfüm benutze und immer toll angezogen bin. Er hat sich stark parfümiert. Er wollte mir sofort zeigen, hallo, ich bin hier der Herr im Hause. Ich bin der Hahn. Das ist typisch für einen Steinbock und deswegen von Frauenbewegungen hält Steinbock überhaupt nicht. Und es geht um Diplomatie bei einem Steinbock. Er wird immer meinen, er ist der Herr im Hause. Und harte Arbeit, wie ich schon erwähnt habe, er hat schon Härte erlebt in der Kindheit, das habe ich schon erzählt. Und er wird dir immer sagen und zeigen wollen, dass er die Pläne hat für die Zukunft. Oft ist das so, dass mit 20, 22 weiß der Steinbock überhaupt nicht, was er zu machen hat im Leben. Deswegen sucht er die Ideen. Und oft die Liebe für ihn ist, so eine Partnerschaft sich zu bauen mit einer Frau oder Mann, egal, aber er will, dass du seine Pläne unterstützt. Das ist oft der Begriff für den Steinbock von der Liebe. Die Liebe ist das nicht, das ist was anderes, das wissen wir alle. Aber wenn Steinbock wirklich lieben kann, wird er gerettet und die Welt liegt ihm zu Füßen. Aber für heute ist leider die Zeit um.